Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Heute gibt es was richtig Einfaches, aber dafür wiederum richtig Leckeres. Ich nenne es mal liebevoll die schnellste, einfachste und leckerste Currywurstsoße der Welt. Da sind nämlich zwei Zutaten drin, die das Ganze richtig nach vorne bringen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, dann solltet ihr das Video hier natürlich bis zum Ende gucken. Und sollte euch gefallen, was ich hier so mache, könnt ihr das gerne mit einem Daumen hoch belohnen oder am besten auch mit einem Abo. Und jetzt starten wir wie immer mit den Zutaten. Anfangen werden wir da mit unseren passierten Tomaten. Außerdem brauchen wir etwas Apfelmus. An Flüssigkeiten dann einmal etwas Wasser. Das hier ist rote Beetesaft und das ist Waldmeister-Sirup. Zitronensaft brauchen wir auch. Das hier ist die Soße mit W, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber ihr wisst es, entweder Worcestershire-Soße oder Worcester-Soße, nennt es, wie ihr möchtet. Und wir brauchen natürlich Currypulver. Das waren es, unsere Zutaten. Ist nicht viel, aber es wird dafür richtig lecker. Und die zwei außergewöhnlichen Zutaten, habt ihr gesehen, die bringen wirklich das Ganze richtig nach vorne. Geschmacklich wird das mega. Und das Schöne ist an so Soßen, da muss man nichts schnippeln, vorbereiten oder sonst was. Da ist es eigentlich immer nur so, dass man fast alles zusammenschüttet, aufkocht und dann ist die Nummer gegessen. Ja, und das machen wir jetzt. Dazu geht es aber runter an die Grillhütte. Mittlerweile hat dann auch hier mein kleinster Dutch Oven Platz genommen, weil der ist für meine Menge an Soße vollkommen ausreichend. Wenn ihr das Ganze größer machen wollt, dann müsst ihr natürlich euch die Mengen anpassen und dann könnt ihr natürlich auch einen großen Dutch Oven nehmen. Da werde ich jetzt mal die Flamme drunter starten. So, da ist sie. Und dann stelle ich es erstmal auf klein und lasse den Dutch Oven schon mal warm werden. Und mit warm meine ich natürlich so, dass er langsam auf Temperatur kommt. Nicht erstmal eine Viertelstunde drauf stehen lassen, dass er knaller heiß wird, weil sonst verdampft uns jetzt das Wasser, was wir reinschütten würden. Weil damit fangen wir an. Das geben wir zuerst in den Topf. Dann kommt der rote Beetesaft. Der Waldmeister-Sirup. Und jetzt warten wir, bis das Ganze anfängt zu köcheln. Gute 10 Minuten sind jetzt rum und ihr seht, das fängt jetzt an zu simmern. So soll das sein. Wirklich nur ganz leicht simmernd. Mehr brauchen wir nicht. Dann kann das Apfelmus dazu. Das werden wir dann fürs Erste vorrühren. Als Nächstes kann dann der Zitronensaft dazu. Die Soße mit W. Und unsere passierten Tomaten. Auch das wird alles umgerührt. Wenn alles gut verrührt ist, kommt dann das Currypulver dazu. Und wer hätte es gedacht, auch das wird einfach nur untergerührt. Da müsst ihr halt ein bisschen sorgfältiger rühren, weil ihr habt gesehen, das bildet hier dann solche Nester und nachher die so auf der Wurst zu haben oder so, ist doof. Deswegen da ruhig ein bisschen länger rühren. Nachdem dann alles sorgfältig verrührt ist, wird abgeschmeckt. Wem was fehlen sollte, der passt sich das so an, wie er möchte. In meinem Fall hat mir jetzt die Schärfe gefehlt, deswegen habe ich das Ganze noch so ein bisschen mit Tabasco nachgeschärft. Ihr könnt das schärfen, so wie ihr möchtet, mit Chiliflocken, Cayennepfeffer. Da guckt ihr einfach, was für euch in Frage kommt, aber vielleicht passt es ja auch so ohne diese Schärfe. Dann werden wir das Ganze nochmal gut verrühren und jetzt stellen wir die Flamme auf ganz klein und lassen das so gute 10 bis 15 Minuten vor sich hin köcheln. Einfach nur so, dass die schön reduzieren kann, die Soße, und etwas sämiger wird. Mittlerweile hat die Soße dann fertig geköchelt und ich wollte euch nur noch einmal schnell die Konsistenz zeigen. Wenn die so hier ist, ist das perfekt. Und so eine Soße pur wird natürlich nicht gegessen. Ich werde jetzt noch schnell hier so ein paar Würstchen grillen. Ja, und dann sehen wir uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Ho, die Wurst ist fertig. Das heißt für uns, wir können zusammenbauen. Und wie man sich so eine Currywurst zusammenbaut, ist eigentlich selbsterklärend. Ihr schneidet euch die Wurst klein, gebt ihr euch in so eine Schale. Ja, dann kommt unsere Soße zum Einsatz. Da nehmen wir uns eine große Kelle, geben die dann großzügig so da drüber. Da muss man auch nicht übertreiben. Ich würde behaupten, so lassen wir das. Im nächsten Schritt nehmen wir uns dann noch ein bisschen Currypulver, geben das so da drüber.
Und ich würde sagen, das sieht richtig mega aus. Wir haben hier eine wirklich gut dunkle Soße. Vom Geschmack her ist die wirklich der Hammer. Und ihr seht auch, die ist richtig schön sämig. So soll das sein. Ich werde mir jetzt hier mal ein Stückchen rausnehmen, nochmal durchziehen das Ganze und wir werden probieren. Guten Appetit! Dann sind wir fertig mit Probieren und ich muss sagen, genau so hier muss eine Currywurst schmecken und nicht anders. Wir haben hier eine tolle Bratwurst, aber um die geht es nicht, sondern wirklich nur um die Soße. Und da kann ich euch sagen, macht die einfach nach. Denn da ist wirklich alles drin, was wir brauchen. Wir haben eine Süße durch unseren Waldmeistersirup plus halt Apfelmus. Wir haben eine Schärfe durch Tabasco und halt auch das Currypulver. Dann eine schöne tomatige Note und alles in allem ist das wirklich mega rund. Die Zitrone bringt eine schöne Frische mit. Tabasco hat auch diese leichte Essignote, auch die passt hier wirklich hervorragend. Aber wie ich auch eben schon mal gesagt habe, ich glaube, ich sage es jetzt das dritte Mal, wer nicht möchte, weglassen, irgendwas anderes zum Schärfen nehmen. Aber geschmacklich ist das echt der Hammer. Und diese leichte Waldmeisternote und die rote Beete-Note, die kickt wirklich richtig rein. Es ist echt hammermäßig. Diese Kombo zusammen, mega. Auch die, die jetzt sagen, ich mag keine rote Beete und trinke auch keinen rote Beete-Saft, probiert das einfach aus. Ihr werdet begeistert sein. Dasselbe mit dem Waldmeistersirup. Den Tipp habe ich von einer Zuschauerin bekommen. Die sagte, nimm mal Waldmeistersirup. Habe ich gemacht. War okay. Auch eine super Soße. Aber dann hatte ich hier noch rote Beete-Saft stehen. Dann habe ich einfach mal so aus dem Dings, schütt mal rein, probier es aus. Und ich kann euch sagen, dann war sie geboren. Meine perfekte Currywurstsoße. So, und jetzt will ich gar nicht länger sabbeln. Ihr besorgt euch jetzt die Zutaten, macht das nach und schreibt unten rein, wie es euch geschmeckt hat. Ich finde es auf jeden Fall mega und ihr habt doch gesehen, die ist ganz schnell gemacht. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, das hat euch gefallen hier. Meine perfekte Version von einer Currywurstsoße. Ich werde die nicht mehr anders machen. Die bleibt so. Ich werde auch keine anderen mehr probieren, weil die ist wirklich mega genial. Wenn dem so ist, dann belohnt mich gerne mit einem Daumen hoch. Lasst einen freundlichen Kommentar da. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr das nachholen. Hier oben ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.